Guten Tag, ich begrüße euch herzlich, grüße Sie herzlich zur Veranstaltung mit Schweizer Comic-Künstlern, Comic-Künstlern aus der Schweiz, möglicherweise auch eine Veranstaltung über die Schweizer Comic-Szene, von der wir nicht genau wissen, wo es sie gibt und was sie genau ist. Es kann sein, dass wir auf diese Frage noch kommen. Aber erstmal wollen wir mit und über die Künstler reden. Ich bin Brigitte Helping, ich bin Schweizerin und bin in ich glaube, seit 40 Jahren habe ich mit Comics zu tun, tatsächlich auch zuerst mit den Schweizer Comics, die in den 90er Jahren auftauchten. Da gehörte Anna Sommer dazu mit Damenkramer, mit ihren ersten Büchern, und das war Nebenbüchern von Anke Feuchtenberger, Martin Tomdijk, diese ganzen seltsamen Menschen, die da auftauchten in einer Szene, die davor eine ganz andere Idee von Comics waren. Comics wie die Veranstaltung, die wir gerade hatten, Superhelden, die ich sehr geliebt habe. Plötzlich kamen da diese Zeichner, man wusste gar nicht genau, was machen die da. Es hieß, das sind Comics, man hat es angeguckt, am Ende ist was ja, das ist wirklich ein gutes Beispiel, hat es angeguckt und gesagt, okay, das ist ein Comic. Wie geht das? Aber es wird schon irgendwie gehen. Also es war einerseits eine Riesenherausforderung und andererseits war es ein so irre großer Spaß, diese neuen Bilderwelten, diese neuen Erzählwelten, all diese neuen Sachen zu bekommen. Das ist sozusagen für mich der Anfang gewesen von einem Comicweg, der glücklicherweise hierher auf dieses Podium in Erlangen geführt hat. Und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, mit Anna Sommer auf einem Podium zu sitzen und sehr geehrt, freue mich sehr. Jetzt, wir haben von den Schweizer Künstlern, haben wir Anna Sommer, die zum wie vielen Mal in Erlangen? Zum dritten Mal. Genau, ich war zum ersten Mal mit meinem ersten Buch Daumenraum, das vor 22 Jahren erschienen ist. Ich bin dann, ich glaube, 97 bin ich mit dem Buch nach Erlangen gekommen. Aber es ist dich nicht stören. Ist okay. Und das zweite Mal war, ich weiß gar nicht, ich glaube, vor 4 Jahren, ich war kein reiner Comic, aber für eine Ausstellung mit verschiedenen anderen Zeilen aus der Schweiz und aus Deutschland war ich wieder hier und jetzt zum dritten Mal mit dem neuesten. Da werden wir auch gleich mehr dazu hören. Jetzt möchte ich noch die beiden Herren vorstellen. Die sind beide mit Debütbüchern hier, mit ihren ersten Büchern. Von Jan weiß ich auch das erste Mal in Erlangen. Jan Bachmann. Wie fühlt es sich so an in Erlangen? Mein Gefühl fühlt es sich so an, ja. Schön, das gefällt mir sehr, das ist sehr gemütlich. Und das Wetter. Und das Eis. Ja. Das Wetter ist immer gut hier. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ist aber auch ein sehr schönes Wetter. Ah, tatsächlich. Ja, das ist so mega in dieser Stadt. Und hier sitzt Andreas Kino, der allerdings nicht das erste Mal hier sein kann, weil ihr habt, kommst du ja von der Hochschule Luzern ursprünglich und ihr habt dann das andere Magazin gemacht. Und soweit ich mich erinnere, haben wir euch mal ausgezeichnet, oder? Als Maximum-Team. Ja, genau. Ja. Ich denke, es waren 6 Jahre und nicht 4 Jahre. Ja. Aber sicher bin ich nicht. Und da mit dem anderen Magazin den beste studentische Publikation gewonnen. Genau. Und da war ich zum ersten Mal da. Und jetzt zum zweiten Mal. Sehr schön. Jetzt die Bücher stellen wir gleich vor. Wir fangen jetzt mal an, wieder bei Anna. Das ist nicht gut, dass hier der Kopf abgeschnitten ist. Das ist mir leider nicht aufgefallen. Ihr müsst unbedingt das Buch im Original oder das Buch angucken, dann seht ihr, was oben noch jetzt immer abgeschnitten sein wird. Ich versuche jetzt, wir werden von den Büchern ein paar Seiten zeigen. Es geht aber nicht darum, dass irgendwie aus der Zeit gelesen wird oder so, sondern ich möchte einfach gerne
dass Sie was hören von den Künstlern zu Entstehungsgeschichten, zu ihren Büchern. In diesem Buch, das kann ich schon mal verraten, findet eine Frau im Hinterzimmer einer Boutique ein Kleinkind, ein Säugling. Es ist die Umkleidung, ne? Aber sie tut es dann in das Hinterzimmer und dann, die Bilder, ich mache jetzt mal so weiter. Ah, nee, ist denn das? Entschuldigung, bist du jetzt leider. Ich weiß nicht, warum das kommt. Ist das besser? Das ist alles ganz schrecklich und zeigt, dass man einfach eine Probe machen sollte, bevor man solche Sachen macht. Seht ihr zumindest ein bisschen, wie das, oder vielleicht kennt ihr das auch schon, das eine wirklich für uns damals einfach wahnsinnig aufregende war, dass es bei Anna Sommer keine Panelränder gab. Es ging so irgendwie, es floss so von einem Bild zum anderen und erst dachte man, wie liest man das? Und dann hat man es ganz schnell rausgefunden, wie man es liest, weil es nämlich überhaupt gar nicht kompliziert war. Aber es war trotzdem so, das war so wie, das ist also wie so ein Fluss, der durch die Gegend meanderte. Das war, und jetzt, als ich das neue Buch sah, habe ich gedacht, es ist wieder mit diesen durch die Seiten fließen. Magst du uns erzählen, wie es zu der Geschichte kam, zu dem Buch? Ja, erkläre ich gerne ein bisschen was dazu. Ich muss vielleicht noch erwähnen, wie es dazu kam, dass ich ohne Penis arbeite. Das ist schon in meinem ersten Buch Damenrand, was auch noch wortlos war. Habe ich auf die Panels verzichtet, aus dem einfachen Grund, dass ich halt von Comiczeichen sehr wenig Ahnung hatte. Ich habe selber wenig Comics gelesen, ich habe wieder Busch gelesen als Kind, Vater und Sohn von Plagon und später lernte. Das war also meine Comic-Bildung. Und als ich dann angefangen habe, selber Comics zu zeichnen, ohne wirklich zu wissen, dass es Comics sind, habe ich mich eigentlich überhaupt nicht an irgendwelchen Comics orientiert und habe mir das eigentlich auch gar nicht zugetraut, Comics zu zeichnen. Und gerade bei den allerersten Geschichten, die wortlos waren, war das auch sehr einfach, dieses ineinander Verstricken der einzelnen Zeichnungen, weil mir keine Sprechblasen in die Quere kamen. Und auch das wortlose Geschichten erzählen war mir einfach. Und wieder war es mir wohler, weil ich habe mit Sprechblasen, mit Dialogen eigentlich keine Erfahrung gemacht und mir das auch nicht zugetraut hätte. Da muss ich kurz nachfragen, wenn du sagst, ich traue mir nicht zu, Comics zu zeichnen, welche Art von Comics hättest du denn zeichnen wollen, wenn jetzt irgendwie eine Fee gekommen wäre und gesagt hätte, du darfst jede Art von Comic zeichnen, die dir einfällt damals. Was hättest du dann? Hättest du dann Asterix zeichnen wollen? Oder welcher Art von Comic? Oder interessiert den eigentlich auch gar nicht so wirklich? Ich habe damals einfach nicht gewusst, wie breit das Spektrum von Medium Comic ist, wie viel es zulässt. Und für mich war es eigentlich immer, stand das Geschichtenerzählen immer im Vordergrund, wenn ich eine Zeichnung, also schon als Kind hatte ich mir das mit Bedürfnis, etwas zu erzählen und meine Geschichte. Deshalb ist es eigentlich sehr neugierig, dass ich heute Comics zeige. Aber ich habe wirklich eigentlich erst Comics angefangen zu entdecken und zu lesen, als ich selber angefangen habe, Comics zu zeigen. Die Arbeit von Chibi Toussaint beispielsweise, die hat mich sehr inspiriert, auch Chester Brown, das waren so die ersten Zeichnungen, die ich entdeckt habe. Ja, und jetzt beim neuen Buch, das ist jetzt 22 Jahre später, da habe ich mich zum ersten Mal gewagt, mit Dialogen zu arbeiten, das war neu für mich. Und es ist auch meine erste längere Geschichte. Damenrand ist ein Buch, das unterteilt ist in 5 Kurzgeschichten. Und zwar für mich auch eine neue Herausforderung, die mich eigentlich schon lange gereizt habe, gerade auch mal eine lange Geschichte zu erzählen.
Ich habe die Geschichte zuerst geschrieben, einfach weil ich viel schneller bin als mit den Zeichnen, mit den Skizzieren. Aber ich lasse mich trotzdem von den Bildern leiten, wenn ich die Geschichte schreibe. Und bei dieser Geschichte, das Unbekannte, war es eigentlich ein Bild, das irgendwann, das mich ziemlich früh beschäftigt hat, das mir gefallen hat. Das ist diese Szene, wo die Helen, eine der Hauptfiguren in der Geschichte, diesen Säugling findet in der unkleinen Küche. Das hat mich so als Bild nicht mehr losgelassen. Und ich habe eigentlich um diese Situation habe ich eine Geschichte konstruiert. Und alle Figuren, die nachträglich hinzugekommen sind, haben sich eigentlich aus diesem ersten Bild herausentwickelt. Also ich habe nie so den Plan, ich möchte einen Comic erzählen, bei dem es um das Thema geht, sondern es ist eigentlich eher ein Bild. Und dieses Bild, um dieses Bild herum stricke ich die Geschichte. Wenn ich das nächste, es wird wieder ganz schrecklich, Andreas, du musst jetzt sehr stark sein, dass die Covers gehen noch, ne? Ja, das ist, also ihr müsst euch jetzt einfach einbilden, ihr seid alle sehr kurzsichtig, dann sehen die Bilder auch so aus, als sie scharf sind. Jedenfalls, das ist das Buch von Andreas Kiel, das heißt Odysseus, und ist, ich würde sagen, so eine Art Backstage-Geschichte der Entstehung von dem Vers Epos Nomer. Hat die vielleicht Besonderheit, auf die wir auch eingehen können, dass, wenn du magst, dass du es finanziert hast über Stiftungen und ein Crowdfunding. Da würde mich sowohl der Ursprung der Idee interessieren, als auch wie verkauft man das Crowdfunding an die Leute. Also zuerst zur Entstehung des Inhalts. Die Idee ist eigentlich Jahre alt. Ich habe 2012 damit begonnen und dann lag es immer wieder für einige Monate und Jahre da. Und ich wollte eine Story machen, in der Form einer Mockumentary, in Form eines Comics. Und das ist vielleicht etwas absurd, das in einem Comic zu versuchen, diese gefälschte Dokumentation. Ja. Ich meine, da es so lange her ist, ist es gar nicht sicher, ob es gefälscht ist. Also, wer will beweisen, dass es nicht genau so lief? Ja, natürlich, aber ich habe Fakten genommen, ich habe Fakten erfunden, ja. Ich habe Fakten vertauscht. Wie kam es denn, dass du in die Antike gegangen bist mit deiner Dokumentarin? Hätte es ja auch etwas einen Zeitgenossen nehmen können. Ja, natürlich, mich haben aber diese alten Sagen immer sehr fasziniert. Und ich finde nach wie vor, dass diese antiken Geschichten eine tolle Grundlage sind, um selber Geschichten darüber zu machen. Weil unglaublich viele Charaktere schon bestehen. Und diese Figuren haben selbst oft sehr wenig Charakter. Es gibt einfache Unterteilungen, es sind gute Menschen oder schlechte Menschen. Und starke Menschen oder schwache Menschen, aber sie haben nicht viel Charakter. Und es ist eigentlich unglaublich toll, da diese Figuren zu übernehmen und beliebig zu erweitern. Und jetzt Crowdfunding. Man sagt den Leuten, gebt mir Geld, damit ich euch eine Geschichte zeichnen kann über Figuren, die nicht viel Charakter haben. Kann ja nicht sein. Doch. Doch? Ja. Also außer dass die Geschichte schon gezeichnet war. Und im Nachhinein die Leute anfragt, ob sie das Projekt unterstützen möchten. Es ging um den Druck dann, oder was wurde unterstützt mit? Das war zusammen mit dem Verlag, es war ein 50-50-Geschäft. 50% des Crowdfundings ging an mich als Lohn für die Arbeit,
Aber gleichzeitig habe ich natürlich auch Stiftungen anfragen können, die dann Geld gesprochen haben. Und die Stiftungen sind halt oft, ich habe Geld bekommen aus dem Sport und eigentlich nur Kunst, also keine Literatur. Aber Kunst, also Comic-Kunst oder Kunst-Kunst? Kunst. Und das ist dann oft die Schwierigkeit, dass die Leute, die in diesen Gremien sitzen, vielleicht Ahnung von Kunst haben, aber Comic ist eine dermaßen spezifische Sparte davon, dass sie oft keine, ich denke mal, kompetenten Leute haben, die das beurteilen können, ob das etwas taugt oder nicht. Und da hat es sicher sehr geholfen, dass sie wussten, da ist ein Verlag hinter diesem Zeichen, dann muss es wohl etwas taugen. Und was habt ihr, es gibt doch diese Crowdfunding, diese, wie heißen die Dinger, die Geschenke, aber es sind keine Geschenke, wenn ich 5000 zahle, dann bin ich was? Ich glaube, Belohnungen heißen die. Heißen die Belohnungen, ja. Genau. Was war es bei euch, ein Essen mit dem Künstler? Nein, es war einfach ein Buch verbilligt, wenn man unterstützt, bevor es erscheint. Also die Subskription eigentlich. Genau, das zweite war mit einer Widmung. Das dritte mit einer Originalzeichnung, koloriert im Buch selbst. Und die letzte Kategorie und ja, die teuerste Kategorie war dann eine Originalseite zum Buch. Wie lange habt ihr gebraucht? Und ich frage jetzt nicht nach der Summe, weil das irgendwie, wir sind ja Schweizer, wir reden nicht über Geld, oder? Ich frage nicht. Doch, wir können. Es waren 4000 Franken schlussendlich, war das Ziel. Okay. Und erreicht haben wir 6000 oder so. Wow. Und in wie viel Zeit? Wie lange haben wir gebraucht? Für die 4000 haben wir, ich weiß nicht mehr so genau, würde ich sagen, 2 Wochen. Aber man hat nur, es gibt verschiedene Plattformen und wir haben das auch wie Remake gemacht und da hat man eine Monatszeit, dann hat man es erreicht oder nicht erreicht. Ja, wir haben mal versucht, einen aufblasbaren Pikachu zu finanzieren über Remake, aber hat nicht geklappt. 492 Franken oder sowas, aber wir hatten einfach so wenig Freunde, die das interessant haben. Oder unsere Geschenke, wie wohnen wir waren, keine Ahnung, aber das ist schon eine Weile. Deswegen bin ich immer interessiert, wie das eigentlich, wie lange jemand braucht, um das ja so eine Wohnung versprechen. Eine Originalseite ist so. Ja, und Originalzeichen allgemein interessiert viele Leute und ich denke, Crowdfunding hängt sehr stark, in meinem Fall zumindest, sehr stark vom Engagement auch von Freunden und Verwandten und die das unterstützen möchten. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Betrag, aber 1000 Euro braucht, dann reichen die Verwandten nicht mehr. Ja. Wir haben noch eine dritte, man kann fast sagen, Spezies von Schweizer Comiczeichnern. Jan Bachmann ist, also ich muss vielleicht sagen, Andreas hat an der Hochschule Luzern studiert und ich würde mal jetzt vermuten, die Kontexte, aus denen dann sozusagen eine bestimmte Comics-Praxis kommt, hat viel zu tun mit den Freunden aus der Hochschule und so weiter, also den Kontakten aus der Hochschulzeit. Und Abendmagazin gibt es ja weiter und es ist sozusagen auch in Hamburg. Also die Geschichten um die Hochschulen, um diese Blasen von Comiczeichnern, die sind im Moment, ist das sehr die Art, wie Comics auch. Also das Biotop, aus dem viele Comics entstehen, was einfach auch toll ist, weil es oft auch heißt, viel Vernetzung zu anderen Ländern und Unis und Festivals und so weiter. Also einfach eine neue Sache, das gab es damals sicher noch nicht, aber es ist eine sehr feine Sache. Und dann gibt es aber Leute wie Jan, die von ganz woanders, zwar alles stimmt jetzt überhaupt nicht, aber in Berlin hat an der Hochschule für Film und ja, der Deutsche Film- und Fernsehakademie ist das. Genau. Ja. Und auch abgeschnitten, oben, das müsste eigentlich mühsam heißen, und zwar natürlich nach Erich Mühsam, um den es geht in diesem Comic, der
schwer krank und von Geldsagen besorgt, geplagter Mann in den Schweizer Bergen sich unglaublich langweilt. Und eine Geschichte, die ich gerne mochte, als jemand, die 30 Jahre jetzt schon in Hamburg lebt, ist dieser Moment, wo er in den Bergen ist und sagt, diese Berge sind total nervig, die stehen immer im Weg. Weil es war irgendwann, als ich eine Weile in Hamburg war und dann wieder in die Berge ging, das geht gar nicht mit diesen Bergen. Das ist einfach, ich stehe im Weg, man sieht ja nichts. Genau, also das, da dachte ich, das ist ja lustig. Magst du erzählen dazu? Ja, also genau. Basierend ist das Buch auf den Tagebüchern von Erich Mühsam, nicht nur ein Poet, sondern ein Anarchist, das ist das, was mich zu Erich Mühsam gebracht hat, auch seine politischen Überzeugungen. Er ist dann bekannt geworden, diese Berliner Münchner Räterepublik 1919, also nächstes Jahr ist da Jubiläum, im November ist die Revolution gewesen, also dieses Jahr 1918, die Revolution 1919 wurde diese Republik ausgerufen, was so ein Versuch einer Sowjet, ist nicht ist ein Versuch eines sowjetähnlichen Modells dort, ganz grob übersetzt. Damit ist er bekannt geworden, also eigentlich als Revolutionär, ist in den frühen 30er Jahren auch von den Nazis in KZ Oranienburg ermordet worden, also dafür, dass es sozusagen die Teile seiner Lebensgeschichte, die allgemein bekannt sind. Jetzt gab es Tagebücher von Erich Mühsam, die er geschrieben hat, ab 1910 bis 1924. Und die sind in den letzten Jahren lange erst erschienen im Verbrecherverlag, waren sehr, sehr lange also nicht verfügbar, beziehungsweise wurden zurückgehalten in der DDR. 1989 überhaupt erst verfügbar gewesen und kommen erst jetzt nach und nach raus. Und genau, die Zeit hat nochmal eine ganz andere Figur. Ehrlich Mühsam hat hier eine private Figur und in der Zeit auch noch einen relativ jungen Menschen, ist da auch anfangs 30 so alt wie ich und kämpft da noch sehr stark auch mit seinem Umfeld, mit seiner Verwandtschaft, mit dem Geld und das alles in Dingen. Und gleichzeitig hat er natürlich Vorstellungen von einer anderen Gesellschaft und hat Betrachtungen auf die Gesellschaft Deutschland 1910, die verdammt aktuell sind, da stammt man einfach. Klassenkampf. Das ist für mich immer noch sehr aktuell. Ich denke, ich hoffe, es merkt. Und genau, was ich gemacht habe, ich habe es neu zusammengesetzt ein bisschen. Ich habe die Originaltexte genommen, also oben sind immer die Originaltexte. Unten habe ich Szenen dazu erfunden, die sehr frei erfunden sind. Eine Comicfigur daraus zu machen und dem möglichst eine lustvolle Seite so aufzugewinnen. Und mit einer großen Liebe zu zwei französischen Zeichen? Ja, zu vielen französischen Zeichen, aber eben was jeder immer gleich sofort sieht, ist Transfer. Ja, und Christoph Mann. Und Christoph Mann ist schön, ja. Das sieht er auf jeden Fall. Ja. Und das finde ich natürlich auch lustig, weil du irgendwo im Interview sagst, dass dieses Atelier de Vogue oder de Villarogue oder Place de Vogue, ja, das für dich einfach so eigentlich die extrem glückliche Comiczeit ist. Oder hast du in dem Interview gesagt, ob das ist. Ja, genau so habe ich es gesagt. Aber einfach so, hey, Mannschaft. Aber so, es war so einleuchtend, dass sozusagen so nah irgendwie den Power zu genießen, der da ist. Und das ist sozusagen die exakte Zeit der Annahme, die eben die Deutschen, die aus der Mauer fielen natürlich ein bisschen vorher, aber als dann plötzlich da noch gibt und kam es nach wahnsinnig los. Und ich bin so lustig, wie sich der Kreis dann schließt, hier wieder sozusagen die Power aus der Zeit aufgenommen und genossen zu sehen. Was mich aber interessieren würde, ist, Gibt es da einen Austausch, das ist ein Stammtisch?
kennen, also mag schon sein, dass es ein Austausch gibt, aber ich nehme nicht daran teil. Eben für mich als recht neu, es ist auch sehr, eigentlich sehr so im stillen Kämmerlein im Austausch mit meinen Freunden, die sehr aus dem Zusammenhang entstanden und eigentlich sehr wenig Austausch jetzt zu Comiczeichnen oder Comiczeichnen da gewesen, also sehr virtuell einfach. Es ist jetzt eher eigentlich nach der Veröffentlichung über den Verlag und davon jetzt hier, dass ich ab und zu mit Comiczeichnen ins Gespräch komme. Wie war das bei dir mit der Vernetzung, mit dem Austausch? Welche Rolle hat das gespielt? Was waren das für Leute? Ich nehme nicht an, die Schweiz, weil das in dem Sinne gab es ja bedingt. Also wir hatten ja alle hier mit zu anderen stehen. Magst du da noch was erzählen? Also als ich angefangen habe vor 22 Jahren, da gab es schon ein paar wenige Schweizer Zeichnerinnen und Zeichner, die man dann immer wieder angetroffen hat. Festivals, Thomas Ott zum Beispiel, Andreas Bethel, Caroline Schreiber war damals auch noch ein, die viel Comics gezeichnet hat. Es hat viele neue gegeben, mit so einer jungen Generation, die dazu gestoßen ist. Also ich finde schon, dass es einen Austausch gibt, auch in der deutschen Schweiz, aber auch mit den Zeichnerinnen und Zeichner aus der französischen Schweiz. Da gibt es eine aktive Comic-Szene. Ich denke, dass die Zeichnerinnen und Zeichner auch in der französischsprachigen Schweiz auch eher von Comic leben können als in der deutschsprachigen Schweiz, weil sie einfach im französischen Markt mit ihren Büchern erreichen, wo sich das Bücherverkaufen einfacher ist. Und jetzt gerade auch im Internet hat sich das natürlich sehr verändert in den letzten 20 Jahren, dass man auch schneller sieht, was andere zeichnen und viel einfacher teilhaben kann von der Comic-Szene in der Schweiz, aber außerhalb der Schweiz. Das ist ja für dich das Internet Online-Comics ein absoluten Teil deiner Comic-Praxis, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gehst du damit um? Also im stillen Kämmerlein am Computer sitzen? Oder erzählen Sie was? Kann ich mir immer so wenig vorstellen. Für mich ist das schon ein Teil. Über meine Webseite selbst immer wieder frische Comics zu veröffentlichen, um auch zu sehen, wie die Leute darauf reagieren und weil sich das auch nicht bewegen, was gefällt. Ich bin aber vielleicht nicht unbedingt ein Paradebeispiel dafür, weil ich bin Social Media technisch ziemlich sehr inaktiv. Man könnte bestimmt das Ganze viel weiter teilen und über Instagram und Facebook und was auch immer regelmäßig Comics veröffentlichen. Das mache ich nicht. Bei mir ist es meine Webseite und das hat eher ein Portfolio als eine tägliche Ladung Comics, die man auf Leute loslässt. Etwas anders finde ich jetzt gerade noch ein, hast du die Romantik angesprochen hast, also die Belgischen. Es ist natürlich, wir können natürlich nicht die Comic-Szene Schweizer abbilden hier als Deutsch-Schweizer, beziehungsweise deine Comics erschienen früh auch schon als Originale in Frankreich, glaube ich. Du schreibst auf Französisch. Gut, die ersten hat man ja keinen Text gesehen, das ist mir das mal sagen. Also der Ausgang, das weiß ich, der war ja da sehr stark. In Frankreich gab es die ersten unabhängigen Verlage, das Künstlerverlage, dann wahnsinnig viel von diesen Sachen, von denen ich erzählt habe, auf die man geguckt hat und gesagt, was ist das und warum heißt das Comic, kamen ja aus diesen kleinen Verlagen und die ploppten plötzlich überall so auf. Während jetzt natürlich eine sehr viel größere Szene ist,
der Austausch geht Richtung deutschsprachiges Kollegschaft. Oder habt ihr da, ja, sozusagen, man noch auch in der Schweiz sitzt und gar nicht so weit weg von der französischen Schweiz, gibt es da auch einen Austausch in den französischen Bereich zu Unis oder irgendwie Leuten, die man da trifft? Also zu Unis haben wir, oder ich zumindest, gar keine Verbindung mehr, das habe ich auch nicht wirklich in der Deutschschweiz. Aber bestimmt haben wir immer wieder mit Leuten zu tun aus der französischen Schweiz, die auch Comics zeichnen. Und der Kontakt wächst, würde ich auch sagen, zwischen den beiden Gruppen sozusagen. Mhm. Und auch mit sogar mit der italienischen Schweiz, da natürlich noch weniger, aber da gibt es auch Kontakte, die dann vielleicht eher ins Drucken gehen, wie risografiert man oder Siebdruck. Aber das gehört für mich alles eigentlich, ob das jetzt Comic ist oder was auch immer, Drucktechniken, das gehört für mich alles irgendwie auch zusammen. Ja, und vielleicht ist auch, weil in Luzern hat das schon eine große Szene eigentlich, weil man da Illustration studieren kann und das zieht tendenziell Leute an, die Comics zeichnen. Und jedes Jahr bleiben da auch ein paar zurück und gehen nicht woanders hin und bleiben in Luzern. Deshalb die Szene wächst wahrscheinlich sogar. Da hat man schon Austausch. Und wer ist auch schon? Und in Hamburg sind es die richtigen lustigen Partys von den Kandidaten. Oder immer wieder mal lustige Partys. Ja. In ganz anderen Raum. Also gehört schon auch stark dazu. Wie vergleicht sich eigentlich diese von dir ja dann gar nicht so sehr, also jetzt abgesehen von Erlangen, gar nicht so sehr frequentierten Comic-Welten mit dem ganzen Filmbereich, in dem du ja, gelernt, in dem du aufgewachsen bist? Wie viel von den Sachen, die du im Filmbereich gelernt hast, nimmst du in den Comic genommen? Ja, also es ist schon ein relativ direkter Anschluss für mich. Ich denke, das, was wir im Film entwickelt haben, das habe ich schon mitgenommen. Also es steht für mich in einer direkten Kontinuität. Das ist zum einen natürlich sicher Fragen der Themen oder einer politischen Haltung. Haltung überhaupt, also was man erzählen möchte und wie. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Heißt das, am Anfang eines Projekts steht die Frage der politischen Haltung? Nee, ich glaube einfach eines Interesses, also was einen interessiert, und das hängt eng mit meiner politischen Vorstellung von einer politischen Haltung zusammen. Ja. Mhm. Ich denke, mein Interesse ist sicher ganz stark dadurch geprägt. Wo ich mich irgendwie zu Hause fühle, wo ich hin möchte, auch gesellschaftlich. Und das ist sicher ein Resultat der Auseinandersetzung, die ich irgendwie in der Zeit geführt habe, in diesen Jahren in Berlin, auf jeden Fall. Und dann sind es natürlich praktisch dramaturgische Fragen, also wie man eine Erzählung entwickelt, irgendwie ein Gefühl fürs Dialoge schreibt vielleicht, das man irgendwie schon geübt hat. So bildästhetische Sachen, ganz einfache Tricks, Techniken der Seiten, der Achsensprung zum Beispiel, das ist ein technisches Ding, dass man nicht über die Achse springt, in einem Dialog, das lernt man beim Film, oder dass man weiß, ob man sich immer in der Zeichnung zweidimensionalen Raum bewegt, aber einen dreidimensionalen Raum abbilden möchte, wie man sich sozusagen bewegen kann, dass es noch nachvollziehbar ist, wer wo steht. Das sind so ganz banale Techniken, die man auch in einem Ratgeber in einer Stunde einfach lesen kann. Ich habe 7 Jahre in einer Stunde gebracht, aber das ist schon etwas, das mir dann hilft. Und solche Dinge. Aber die Filmwelt, ja, es gibt irgendwie viel mehr Geld, das ist auffällig. Man ist viel abhängiger von Förderstrukturen, von Fernsehredaktionen. Glaube ich schon das, was mich auch extrem, wo ich einfach total froh bin, dass man im Comic einfach ein anderes Gefühl von Unabhängigkeit hat. So, das hat mich da auf jeden Fall sehr stark gereizt und es hat
Zeichens, das einfach total attraktiv ist. Ich habe ja hier das, lustigerweise, also dieses Bild jetzt gar nicht so schlecht, das äußerst Medizinkaffee, was ich so toll finde, weil es irgendwie, glaube ich, ist es genäht, David? Dieses. Und aber ich muss jetzt doch nochmal nach deiner Strapazinzeit fragen, beziehungsweise vielleicht nochmal bevor, ich würde gerne auch öffnen, die Diskussion auf Fragen von Ihnen, aber ich wollte also dich gerne nochmal fragen. Für mich ist ja diese Idee einer Schweizer Comic-Szene ganz stark auch mit dem Strapazin zu tun, weil es ja auf der Leistseite von Anfang an extrem breit und offen in alle Richtungen geguckt hat. Und sagt mir sozusagen an diesem Standort Schweiz gewohnt hat über das Magazin. Und du warst da lange in den Büroräumen, zumindest kann ich mich erinnern. Ja, ich habe 7 Jahre im Strapazin-Atelier gearbeitet, bin ein bisschen zufällig da hängen geblieben. Ich habe Pierre Tommy, auch ein Zeichner und beide Freunde, die im Fachbereich Illustration an der Hochschule Luzern. Der hat damals jemand gesucht, das war 2002, der ihm hilft, einen Comic zu kolorieren, weil er selber zu wenig Zeit hatte. Ich habe mich zur Verfügung gestellt, weil ich gerade zu wenig Aufträge hatte und auch kaum Computererfahrung hatte, aber Comics kolorieren konnte ich damals nicht und dachte, das ist die Gelegenheit für mich, das zu lernen und habe gleichzeitig noch einen Job und habe mich dann für 3 Monate eingemietet im Atelier, weil ich dachte, ich rufe sonst alle halbe Stunden an von meinem Atelier aus, weil ich nicht mehr weiter weiß. Am Computer jedenfalls hat sich dann so ergeben, dass ein Platz frei wurde und ich bin dann statt in 3 Monaten 7 Jahre da geblieben. Gut, aber dann mit eigenen Sachen, das war sozusagen dein Atelier, was du gearbeitet hast, oder wie? Genau, also die Gestalter, die Zeichnerinnen und Zeichner, die da am Platz hatten und noch immer haben, die haben viele eigene, also waren eigentlich alles selbstständig arbeitende Gestalterinnen und Gestalter, die aber auch ein großer Teil davon hat auch immer wieder mal im Strapazin ein Comic publiziert. Und auch bei mir war das eigentlich so ein wichtiger, einer meiner wichtigsten Publikationen war 1995, gab es eine Frauennummer, eine Strapazin-Frauennummer und ich habe da meine erste lange Geschichte, eine 4-seitige Geschichte publiziert. Und der Verlag, der mein erstes Buch damit dran publiziert hat, Arashkör, das war so ein kleiner Zürcher Verlag, der mich aufgrund dieser Publikation angefragt hat, ob ich ein Buch herausbringen möchte in ihrem Verlagsprogramm. Also es war für mich eine sehr wichtige Publikation. Und die gibt es auch schon länger nicht mehr, Arashkör? Nein, die haben ich kann gar nicht sagen, vor wie vielen 15 Jahren vielleicht werden sie den Verlag leider wieder aufgegeben. Ja, das ist nur so, wenn ich was sagen gibt es Fragen? Möchte jemand etwas wissen, was wir da abgedeckt haben? Das, du meinst das Strapazin-Cover? Also Strapazin ist einfach eine, diese... Ich weiß, was das ist. Okay. Corinne Odermatt heißt sie. Ach so, jetzt merke ich nicht. Nein, das ist einfach, es gibt so ein paar Bilder noch in diesem PowerPoint, was alles verzerrt hat, was eigentlich die Keynote ist. Und das Strapazin-Cover wollte ich noch zeigen, wegen dieser Bedeutung auch von Strapazin. Ich würde sagen, wenn es das Strapazin nicht gegeben hätte, würde man vielleicht auch nicht unbedingt von einer Schweizer Comic-Szene sprechen können, mit dem Selbstbewusstsein, wie man es jetzt tut und kann. Also da ist
die waren einfach wahnsinnig wichtig, sowieso nach innen, vor allem auch nach außen. Und deswegen hatte ich das Kaffee sozusagen in der Sammlung, aber es ist keiner von den drei hat es gemacht. Hat da nicht einer von euch größeren Kaffee gemacht, das stammt sich auf jeden Fall. Mhm. Ihr beide ist halt noch nicht dran gewesen. Na gut, du musst ja fürs Ampel mal Kaffee sagen. Weitere Fragen? Sehe ich hier keine? Gibt es bei euch noch irgendetwas, was ich vergessen habe anzusprechen? Habt ihr eine abschließende Haltung zum Titel unserer Veranstaltung? Zum Titel der Titel der Veranstaltung sind drei Comiczeichen aus der Verlag-Edition. Es sind Comic-Szene Schweiz durchaus auch im Sinne von drei verschiedenen Positionen des Schweizer Comics, was ich eigentlich wirklich eine sehr schöne Sache finde, wenn man da auch in drei verschiedenen Arbeitsweisen und hier sozusagen Kontexten sieht, wie Comics entstehen. Deswegen ist dieses Trio schon sehr repräsentativ, nicht nur, würde ich sagen, für die Schweizer Szene, sondern für im Grunde, wie die Comics in ganz Europa entstehen. Also in Deutschland gibt es sozusagen die Entsprechung zu diesen unterschiedlichen Herkünften und Sozialisierung. Ne, Comic-Sozialisierung. In Frankreich weiß ich gar nicht so genau, in Finnland. Und es ist sozusagen eine internationale Szene, die ähnlich funktioniert. Und das fasziniert mich auch immer wieder am Comic, dass es gibt nicht nur viele ähnliche Arten im Comic zu arbeiten, sondern es gibt auch eine wahnsinnig schnelle Möglichkeit des Austauschs. Also man kann sozusagen, man kann die Bilder eines indonesischen Comics angucken und weiß ungefähr, was da drin stattfindet, auch wenn man die Sprache nicht kennt. Und man kann, also ich würde mal vermuten, ihr als Comiczeichner könnt auch sozusagen die Verfahren anschauen und sagen, ach, das macht der so und der damit
Spannung und so weiter. Und das ist ein Grund, warum ich natürlich immer ein bisschen in Frage stelle, gibt es eigentlich diese nationale Identität, weil der Austausch zwischen den Künstlern über einfach Bildwelten ist so schnell und so direkt, dass man im Grunde, ich weiß gar nicht, wie man davon reden kann, dass es eine nationale Bildkultur gibt oder das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber einfach wie wenn es eine, abgesehen von der Geografie, eine Art Handschrift eines Landes gibt im Comic. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Du zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass es eine, ich würde es nicht erkennen, eine nationale Sprache des Comics, egal ob Deutschland oder, ich glaube eher, es sind Gruppen, die sich bilden und es ist völlig egal, welche Nationen, die einander stark beeinflussen vielleicht, ob das ein Atelier ist, ob das eine Hochschule ist, ob das ein Zusammenschluss von Leuten ist, die werden zeigen. Ich glaube, da kann man sehr wohl Handschriften erkennen, die sich da in einer Gruppe verbreiten, weil vielleicht Ähnliches gefährdet, Ähnliches als funktionierend erachtet wird. Und ich glaube, da erkennt man solche Sachen schon. Aber nationale Handschrift, das, keine Ahnung, würde ich nicht erkennen. Seltsame Vorstellung, aber trotzdem lebe man ja von der Kommission in der Schweiz. Immer wieder mal eine Frage zu stellen, denke ich. Ich meine, was ja gleich, also die Bedingungen, die Produktionsbedingungen sind ja dann insofern ähnlich, dass man halt die gleichen Förderstrukturen hat und die gleichen, also Verlage, die halt da existieren, also der Vertrieb und die Förderung. Und die Institutionen, also die Kunsthochschulen, ich meine, ich denke, da entstehen ja schon auch, da entstehen ja dann diese Gruppen, oder? Ja. Aber sonst, klar, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wie jetzt eine nationale Szene aussehen könnte. Ja, ich schließe mich dem an und ich denke, das ist ja auch häufig an Festivals, wenn die Bücher aufliegen, weiß man, wann da gar nicht zuerst in welcher Sprache ist ein Buch erschienen. Und ich finde auch, es gibt immer wieder Tendenzen, dass sich irgendwelche Themen, es gab eine Zeit, da haben ganz viele Autoren autobiografische Geschichten erzählt, das hat sich so ein paar Jahre hingezogen. Es gibt immer so neue Themen und die viele interessieren, aber ich denke auch, dass es sehr länderübergreifend ist, diese Themen, die dann plötzlich ganz viele interessieren. Also das macht mich jetzt sehr froh, weil wir haben jetzt gerade den Titel der Veranstaltung abgeschafft und bleiben hier mit drei Künstlern und von denen Sie jetzt viel erfahren haben und da ich dazu raten kann, die Bücher alle zu kaufen und zu lesen, sie sind alle sehr toll. Ich danke sehr fürs Kommen.